willkommen bei einer neuen Folge Ark Survival Evolved. Ich habe jetzt mal vor, den kleinen Wolf da so ein bisschen zu schikanieren, weil es gibt ja keine anderen Möglichkeiten, um an Leder zu kommen. Vielleicht werde ich es auch von diesem Stein hier tun. Ich muss an Leder kommen irgendwie. Momentan ist er ja noch alleine. Das finde ich gut. Hier komme ich hoch. Kommt er aber auch. Nur hier dürfte er nicht hochkommen, normalerweise. Ja, komm her, komm. Er ist alleine momentan. Noch. Komm her, komm. Na los. Put, 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 put. Ich traue mich nicht runter. Na komm her. Ja, jetzt hat er es endlich begriffen. Hi. Trifft ihn nicht. Au! Scheiße. Was? Level 3? Was? Level 3? Oh, Canyon Hard. Da bin ich gelandet. Ist ja lustig. Also es gibt noch leichter. Aber, boah. Ja. Toll, jetzt muss ich meine Hütte wieder suchen. Ich bin im harten Canyon gelandet, mein lieber Schwan. Und jetzt? Ein Eisberg? Ach, hier bin ich jetzt wieder. Ach so. Oh, okay. Also ihr seht da hinten die Insel. Ja, ich mach nochmal. Ich glaube, bin ich aber echt... Da hinten ist ein Eisbiom. Das gucken wir uns nochmal schnell an. Was ist das groß hier? Ach. Da ist auch nochmal Redwood Forest. Hier ist absolut nichts los. Also langsam müsste sich das echt mal... Nee, bei den hohen Bergen war ich nicht, ne? Nee. So, ich muss ja mal sagen, ich finde die Nächte hier ziemlich hell. Noch. Was gut ist, weil ich muss ja irgendwie nach Hause kommen. Und mich zurechtfinden. Bis dahin. Ja, aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich jetzt unbedingt da im harten Canyon gelandet bin. Aber voll hart, so richtig hart, so. Mensch. Ja, die Insel da haben wir ja schon längst hinter uns gelassen. Also ich denke, wir müssen hier lang. Und da wird es wieder real. Sehr schön, sieht cool aus. Aber ja, wie gesagt, so an einigen Stellen fehlt es noch ein bisschen. Da ist nicht viel Liebe da. Und was mir auch so ein bisschen fehlt, sind Flüsse oder Seen. Habe ich jetzt noch gar nicht gesehen. Ach, ein Itchy. Ja, noch ein Itchy. War ich hier schon mal? Ich dehydriere. Das wollte ich natürlich jetzt nicht. Kluck, kluck. Hallo, Itchys. Kuckuck. Ich habe leider keinen Kill für euch. Oder lasst ihr euch vielleicht töten gegen Hyde? Geht das? Komm schon. Komm schon. Nein. Rochen? Boah. Ich habe gleich keine Dings mehr. Oh, was ist das? Ein Terrorbird? Nee. Nee, Gott sei Dank nicht ein Adler. Aber reicht ja schon. Gucken, ob hier die Hunde schon unterwegs sind. Hier ist nichts los am Strand. Überhaupt nichts. Überhaupt nichts. Da
ist meine Hütte und ich brauche so dringend Heid und ich finde keins. Das war nur ein Hund Level 3, das muss doch möglich sein. Wo ist denn der jetzt? Da unten. Ob ich den zu meiner Hütte locke, ist das sinnig? Wahrscheinlich nicht, oder? Warte mal. Irgendwas muss ich doch tun können. Ich will mich nicht von so einem Scheißhund Level 3 bitchen lassen. Das ist doch dämlich. So, der ist hier noch irgendwo. Ich will mal gucken, ob ich hier hochkomme. Also von hier... Du Arsch! Geh weg! Ja! Ja! Verfickte Axt! Oh mein Gott, ich muss was essen! Warum habe ich jetzt eine Wand gebaut? Bin ich doof? Hör auf, die verfickte Wand zu bauen! Bist du halbtot? Aber diesmal hat's geklappt, aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht ein paar Mal mehr den Kopf getroffen, keine Ahnung. So, wir haben halt aber nur 5 Stück. Das war ein bisschen doof, dass ich da, aber da war ich gerade so in der, im Fieber, sag ich jetzt mal wirklich, im Abschlachtfieber, dass ich total vergessen habe, auf die Axt zu wechseln, um mehr Heid rauszukriegen. Das war jetzt... Ey! Hör auf mich zu dissen. Ey, ich will meine... Ey! Was soll denn das? Liegt jetzt an der Tür? Ich mach mal die Tür zu. Komm schon! Komm schon! Nicht dein Ernst. Jetzt komme ich nicht mehr in mein... Ich komme nicht mehr in meine Hütte rein. Oh, Scheiß. Hallo? Warte. Ich mach mich mal leichter. Möglicherweise kann ich dann noch höher springen. Komm schon! Ja! Ja! Darf nicht so viel im Inventar haben, dann geht's auch. So. Alter Verwalter, wo mach ich denn? Ich mach das. Ich mach das mal dahin, da stört's nicht so. So, dann kriegst du hier 20 und davon noch 36 und dann viel Spaß damit. So. Boah. Nicht schon wieder. Baum? Baum! Hör auf. Ich beschwöre dich, hör auf. Ey! Nein, ich will dich nicht umbringen. Es tut mir leid. Ich weiß nicht, was habe ich getan. Ich will dich nicht umbringen, aber ich muss. Der schöne Baum ist weg. Mann. Ach ja. Jetzt haben wir schon mal 3 zum Futtern. So, was will ich mit der Strohwand? Eigentlich brauche ich die gar nicht. Ja, wir werden wohl in die Berge gehen müssen, um etwas zu jagen, aber... Ich kann mir doch damit jetzt... Mit den 5 Leder kann ich mir doch keinen Bogen craften, oder? Das wäre sehr optimistisch. Und dann würde ich vom Stein aus mit dem Bogen und so, hast du nicht gesehen und so. Das wäre schon ganz praktisch. Ich muss nur erstmal gucken, ob sich das wirklich realisieren lässt. Geht das wieder los? Los! So, gucken wir mal. Vielleicht ist hier ein Bogen drin. Nee, ist noch nicht. Aber kann ich mir vielleicht eine Slingshot bauen? Mit Holz. Wie viel Leder braucht man da? 1. Das heißt, ich könnte mir mit 5 Leder 5 Slingshot bauen. Und hier ist der Bogen. Und die Pfeile. Da baue ich mir doch eher einen Bogen und wie viele Pfeile? Ich weiß nicht, muss ich mal gucken. Für den Bogen brauchen wir gar kein Leder? Echt jetzt? Das ist ja cool. Wieso erfahre ich denn das erst jetzt?
Okay. Das ist natürlich noch besser, wenn wir kein Leder dafür brauchen. Ich brauche das Leder ja eigentlich dann nur fürs Bett. Das ist gut. Ich hätte jetzt gedacht, ich brauche das auch für die Waffen. Aber so ist das was ganz anderes. Okay. Jetzt bin ich auch relativ leer, sag ich mal. So. Jetzt kaufen wir uns den Kollegen. Mal gucken, ob ich hier irgendwo einen Stein nutzen kann. Echt jetzt? Echt jetzt? Echt jetzt? Mann, ey, nee, das kann auch immer nicht Spaß sein. Da geh ich eher lieber zurück und spar auf Spike Walls. Glaube ich. Aber dafür brauche ich Halt, nach wie vor. Ich muss Halt bekommen, irgendwie. Ich muss was Essbares kriegen. Ganz dringend. Also nicht was Essbares, aber ihr wisst, was ich meine. Keine Steine. Mammut. Adler. Ich. Vielleicht bin ich hier doch etwas falsch. Ich weiß es nicht. Es ist doch relativ schwer so vom. Ist auch gut zum Zähmen, ne? Packe ich mich hier hoch und knall den T-Rex ab. Ohne Scheiß, aber der kommt hier hoch. Dicke. Nur von hier kommt nichts hoch. Also ich muss die Tiere so halten, dass ich hier schön. Ne? Könnte man mit dem Mammut probieren. Wäre eine Idee. Gehen wir auf Mammutjagd. Das ist. Ich muss nur schnell genug sein. Und ich hoffe, ich bin es. An den 5 oder 3 Adlern, die da rumschwimmen, werde ich wahrscheinlich nicht vorbeikommen. Ich nehme auch mal an, wenn wir hier lang gehen, wird es auch nicht viel besser. Mit den Viechers. Redwood ist ja auch nicht so unprekär. Scheiß Adler, ey. Ist da hinten was verbuggt oder sieht das nur so aus? Wie lange brauche ich eigentlich, um so einen Mammut dazu abzuknallen? Okay. Tschüss. Er kommt. Aber ich glaube, da kann ich mir Zeit lassen. Oh ja. Er kommt langsam und gemächlich. Muss nur gucken, dass er... Das war nicht doch... Da kann ich ja sogar rückwärts... Oh, der ist doch ein bisschen schneller, als ich dachte. Wo ist denn hier der Stein hin? Stein! Jawohl. Erstmal meine Pfeile wiederholen. So. Prime Fish. Prime Meat. Mein Gott. Ja.
Immer die Ruhe. So, ich muss jetzt erstmal meinen. Oh. Na toll. Okay, alles klar. Wieso wollte ich das eigentlich braten? Ich habe keine Ahnung. Ihr könnt schon mal das nächste Fleisch braten. Dann gehe ich mal kurz runter zum Strand. Und dann. Ja, kurz ist gut, ne? Ist eine halbe Tagesreise bis runter zum Strand. Wieso ist der Blumeneffekt schon wieder da? Was soll denn der Kack? Aber das ist richtig heftig hier auf der Karte. Ja, ja, ich weiß. Geht gleich los. Ich schalte ihn gleich aus. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von ARK Survival Evolved. Heute mal ein kleines Mod-Special. Und zwar habt ihr vielleicht, ja, ihr fragt euch vielleicht, wo ich gerade bin, aber das werde ich gleich aufdecken. Ihr fragt euch vielleicht, was momentan so an Mods draußen ist und habt auch schon so ein paar ins Auge gefasst und da ist mir auch so eine Mod ins Auge gesprungen. Und zwar war das die Mod Monster Ark Hunting Evolved. Und dazu möchte ich euch gerade mal ein hübsches kleines Kerlchen zeigen. Der kommt gleich, Moment. Muss ich nur gerade noch ausbuddeln. Da ist er. Der Devil-Jo. Oder Devil-Jo? Ich habe keine Ahnung. Ich schreibe euch einfach mal kurz rein, wie er so geschrieben wird. Ich habe wirklich keine Ahnung, wie man es ausspricht, korrekt ausspricht. Ich nenne es immer liebevoll die Bohrkopfgurke, weil irgendwie, ja, es mutet doch sehr danach an. Und wenn ihr euch fragt, wo ich jetzt bin, werdet ihr das jetzt sehen. Warum? Ja, ich habe drauf gesessen. Und da ist er, der Gute. Mal so im Verhältnis eigentlich ganz hübsch, ne? So, was haben wir denn noch? Wir haben jetzt Aufstampfen. Genau, das Eingraben, das habe ich euch ja schon am Anfang gezeigt. Das ist eigentlich ein ganz lustiges Gimmick. Das tun wir jetzt mal. Die Space-Gurke kriegt sich ein. Und jetzt können wir so ein bisschen über die Karte cruisen. Holzen dabei übelst viele Bäume ab, haben trotzdem Probleme mit Steinen, die im Weg sind. Aber uns kann keiner.